Was heißt es, Digitalisierung im Hochschulbereich zu fördern und wo hakt es aktuell? Darüber unterhalte ich mich jetzt mit Herrn Dr. Nasko von der Heinz-Nixdorf-Stiftung. Herr Nasko, welchen Platz nimmt das Hochschulforum für Sie in der Landschaft der Digitalisierung ein? Ich glaube, einen sehr wichtigen Platz. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht mitgewirkt habe unmittelbar an diesem Hochschulforum. Aber wir haben gemeinsam mit dem Stifterverband schon eine ganze Reihe von Veranstaltungen durchgeführt seit mehreren Jahren, die sich mit dem Thema Digitalisierung in der Hochschullandschaft beschäftigen. Und deswegen ist es jetzt wichtig, dass man nach den Vorbereitungen in einem Forum die mehr oder weniger die Ergebnisse, die bisher erarbeitet wurden, zusammenfasst. Es ist immer schwer, die Ergebnisse einer Förderung durch eine Stiftung zu bewerten. Aber ich glaube, die Themen, die wir mit dem Stifterverband zusammen bearbeiten, die haben sich bisher sehr ausgezahlt für uns. Denn uns kommt es ja auch darauf an, dass wir die Mittel auch so einsetzen, dass sie eine Wirkung zeigen und dass sie auch gesellschaftlich anerkannt werden. Bezogen auf den Prozess innerhalb des Forums, wo sind wir jetzt angekommen nach 3 Jahren? Jetzt sind die Themen definiert, es sind die Arbeitskreise zusammen gewesen, haben Empfehlungen erarbeitet und jetzt wird der schwierigere Teil beginnen, nämlich die Umsetzung. Was denken Sie, wird notwendig sein, um die Herausforderung zu meistern? Es wird vielleicht nicht nur notwendig, auf alle Fälle hilfreich sein, wenn Finanzierungsmodelle geschaffen werden, dass also Anreiz geboten wird über die Finanzierung durch den Staat, durch die Ministerien, die Umsetzung dann unterstützt wird. Und wenn es Geld gibt, dann ist es einfacher, Leute dazu zu bewegen, etwas zu übernehmen, als wenn es kein Geld gibt. Hätten Sie aus Ihrer persönlichen Erfahrung dennoch einen Rat an die, die jetzt an der Umsetzung beteiligt sind? Ja, der Rat wäre, möglichst Grenzen zwischen den Universitäten so weit wie möglich abzubauen und auf dem Gebiet zumindest wirklich zusammenzuarbeiten, nicht nur national, sondern auch international Dinge zu übernehmen, die es international im Angebot gibt. Wir waren einfach zu langsam. Wir sind zu langsam in der Lehrerausbildung. Wir sind zu langsam auch schon in den Grundschulen, in den Schulen. Wir haben zu wenig Lehrer, die sich mit der Digitalisierung auskennen. Zum Teil sind die Schüler weiter als die Lehrer. Es ist in der Tat eine Erfahrung, die viele machen, dass in der Lehrerausbildung einiges getan werden muss und in der Digitalisierungslandschaft in den Hochschulen generell. Ist das denn vielleicht auch eine Generationenfrage, dass es einfach eine neue Generation Lehrer damit dann schon groß wird? Die Digital Natives, die kommen jetzt in das Alter, wo sie mit der Digitaltechnik aufgewachsen sind, die jungen Professoren auf alle Fälle. Aber das ist eben ein langsamer Prozess, das müssen wir schon beschleunigen. Wir können nicht darauf warten, bis die Digital Natives alle Professoren werden. Vielen Dank, Herr Nasko. Mehr zum Thema spannende Projekte und Förderung im Bereich Digitalisierung erfahren Sie auch von Peter Greisler vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Dazu klicken Sie einfach unten in der Beschreibung des Videos auf den entsprechenden Link. Und wir haben noch natürlich viele spannende Videos zum Thema Open, zum Thema OER und zum Thema Digitalisierung.